So, weiter geht's. Ich denke eher normale Türen bohren. Ach so. Leider ist mein Schleichen auch nicht so geil, dass ich mich jetzt hier unglaublich... Ich hätte lieber vorhin ein paar Minen um die Ecke packen sollen. Okay, der hat mich nicht gesehen. Der Aufzug ist kaputt, aber es sieht reparierbar aus. Reparierung? Na, habe ich nicht. Toll. Gut, wir fahren also heute nicht vor Fahrstuhl. Ich höre hier irgendwas. Na gut, dann wollen wir mal was anderes zur Anwendung bringen. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Da. Das war eine scheiß Idee. Verdammt, wir sind das viele. Ah, verdammt. Da dachte ich, ich kann hier irgendwas Cooles machen, weil irgendwie schlau vorgehen. Dann kommen da gleich alle. Ja, Zeitlupe. Gut, der hat mich nicht gesehen. Na gut, das heißt, ich muss also irgendwie taktischer vorgehen. Also... Von einer Mine war der Typ ja scheinbar schon tot. Wenn ich die jetzt ein bisschen... ruckel. Vielleicht nicht direkt im Nahkampf. Zwei von denen waren ja Nahkämpfer. Die kann ich ja erstmal schon mal so wegholen. So. Nee, damit nicht. Damit auch nicht. Das ist die gute Pistole. Wo ist denn jetzt die nicht so gute Pistole? So. Na kommt. Jungs. Hm. Wie heißt der Mod für die Zeitlupe? Das ist Nummer 1. Das gehört alles zum Projekt Nevada Mod. Dum, 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 dum. Alter, sind das... Ich glaube, der hat gerade... Oh oh. Ja, reicht schon. Alter, die machen ganz schön viel Schaden im Nahkampf, die Burschen. Das funktioniert so nicht. Na, ah, ich sollte vielleicht noch nicht immer auf die Rüstung. Ah, 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 ah. Oh Mann. Ja, gut, das sind echt viele. Ich glaube, ich sollte vielleicht versuchen, mich generell an die Jungs vorbeizuschleichen. VATS-Birnen. Ja, das wäre jetzt auf jeden Fall schlauer gewesen. Ich bräuchte mehr Minen. Dann könnte ich das vielleicht auch hier irgendwie cooler machen. Aber so ist ja... Wenn man nicht zielen kann. Sah schon gut aus. Naja. Bloß, dass ich immer halt auf die Brust gezielt habe. Die haben halt eine relativ dicke Panzerung an. Mal vor Ort erst einen Kopf schießen. Jetzt hab ich dich. So, der sollte ja wohl. So, das Problem ist, jetzt habe ich keine AP. Was? Oh, wie viel Schaden der gemacht hat. Nein! Ich bin tot. Ja, selber Vorsicht. Ah, ich fail Lord. Okay, wir versuchen das nochmal. Ich versuche das nochmal mit dem Minen. Na. Böhn, du kannst doch heilen. Ja, aber nicht sofort. Das ist ja zeitverzögert. Ich sichere mal in diese Richtung ab. Jetzt habe ich dich. Scheiße. Der hat mich jetzt schon. Jetzt habe ich dich. Na, reicht schon. Oh, das war, glaube ich, nicht weit genug weg.
Kommt doch, Jungs, kommt doch! Wow, wo rennt die denn hin? Okay, das ist der Typ mit der Waffe. Macht Spaß. Ah! Oh, das war jetzt nicht so gut. Oh, der könnte mich eventuell. Ach, reicht schon? Oh, den wird's nicht töten. Das ist ein Problem, weil ich müsste nämlich nochmal nachladen. Oh Gott, der ist gepanzert. Oh Gott, hält der viel aus mit seiner dicken Rüstung. Ah! Das ist der Boss, ja, ich merke das schon. Ich bräuchte irgendwie eine leise Waffe mit einem Schalldämpfer. Müsste jetzt erstmal einen nach dem anderen wegholen. Ah. Oh. Man nimmt da lauten Schrubflitter, da kommen gleich alle. Und wenn alle kommen, habe ich ein Problem. Aha. Na toll. Warum renne ich denn schon wieder in dieser Leere? Ah, ich will doch gar nicht. Schieß nicht auf mich, schieß nicht auf mich, schieß nicht auf mich. Oha, der Schuss muss sitzen. Boah, wie er mich schon wieder getroffen hat. Ich werde wieder sterben. Also die Schrotflinte streut, glaube ich, auch enorm. Hm, hallo, Waffe? Gesundheit niedriger. Ich sollte eventuell mal ein Stimpack einsetzen. Das ist eine super Idee. Stimpack. Ich hätte. Da fällt mir gerade ein, ich sollte vielleicht auch mal ein paar Minen schmeißen. Das könnte mir das Leben auch erheblicher einfach. Verdammt! Ich brauche eine Waffe. Oh, ach, ich habe keine Auktionspunkte, das verstehe ich. Ich habe echt Probleme, irgendwie gerade auszuschießen, habe ich das Gefühl. Ja, vor allen Dingen, weil es meine beiden Bienen zerlegt hat. Das finde ich jetzt nicht so gut. Wo habe ich denn hier sonst? Wo ist es denn? Da. Zieht er überhaupt? Na. Nee! Na toll. Deine AP sind voll, Björn. Na. Ja, aber. Ich kann trotzdem irgendwie nicht. Ja, VRTS ging ja gerade irgendwie nicht. Warum hat der Anführer eigentlich nur... Gut, der ist hinüber. Schön. Aber ich habe mir leider... gerade was verkrüppelt. Ich glaube, meine Munition ist auch alle. Hm. Gut, ich glaube, ich habe mir gerade das... Boah, Körperteile heilen. Stimpacks. Nee, ich brauche Arzttaschen, glaube ich, oder? Ich hoffe, ich habe mir nur ein Bein weggehauen. Ah, ich habe mir ein Bein weggehauen. Aber das kann ich eventuell mit einer Arzttasche... Ja, ich kann es mit einer Arzttasche reparieren. Ach, der Kopf ist ja auch hinüber. Oh. Ja. Aber immerhin sind die meisten von den Banditen jetzt tot und ich lebe noch. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Super Stimpack. Super Stimpack Debuff. Oh Mann. Verkrüppelter Kopf ist lustig. Er hilft mir garantiert nicht beim Zielen. So, Matt Stimpack hat nachgelassen. Aber ich bin wieder. Ich quicksave jetzt einfach mal. Weil ich mit der Situation an sich nicht ganz unzufrieden bin. Ich meine, ich habe zwar zwei Arzttaschen verbraucht. Aber dafür sind hier so gut wie alle tot. Ach, es hat doch noch einen zerrissen, sehe ich gerade. Der liegt hier, glaube ich, genau da. Na. Lange Lunte. Wir uns Sanse Zapparillas auch zum Heilen? Echt? Verdammt. Ich werde dich finden. Besser nicht. Flammenbrennstoff? Verbrennungsofen? Ach, das ist ein. Warte mal, warum habe ich das jetzt? Also, Teil Eieruhr? Ich bin sicherlich überladen. Ja, ich bin überladen. Weil ich dieses dumme Ding hier mitgenommen habe. Diesen Verbrennungsofen hier. Das ist irgendwie so ein Flammenwerfer, den brauche ich. Wie lege ich denn hier Sachen ab? Rechtsklick. So wie das eigentlich immer funktionieren sollte. Ach, was haben wir denn da? Was? Das ist nicht dein Ernst.
Oh, ich bin tot. Nee, da lade ich nochmal. Das ist ja... Gott, hat der viel Schaden gemacht. Ah, da läuft noch. Was, ich kann ihn nicht mal sicher im Kopf treffen? Hab ich auch nicht. Wie viel Schaden hat er mir gemacht? Na, das geht noch. Ist das jetzt Ruhe? Desperado Cowboy Hut. Stimpak. Das ist der erste überhaupt, der ein Stimpak dabei hat. Nun gut. Dann hau ich mir mal so ein Sunset Zapparilla rein. Durst plus 5. Ne, der heilt. Doch, er heilt ja. Oh, der heilt gar nicht mal schlecht. Ja. Heilen, Burn. Ja, mach ich doch. Der heilt sogar ganz gut. So, aber es steht immer noch Vorsicht beim Schleichen. Das heilt. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Das klang verdammt nah. Lange hier nicht irgendwie Dynamit um die Ecke schmeißt, das ist super. Ja, wirst du nicht. Der klang so, als wäre irgendwo rechts von mir. Oder die Zapparilla. Oh, verdammt. Was haben wir denn da? Ah, nein, ich bagger. Ah, Mann. Ich wollte eigentlich viel früher um die Ecke laufen. Ich hab da was für dich. Warte mal, ich habe auch was für ihn, fällt mir gerade so ein. Dum, 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 dum. Na los! Oh, Dynamit schmeißen dauert viel zu lange. Ach, jetzt habe ich Zeit übernommen. Der lag da auf dem Boden, hat er mich überrascht. Unglaublich. Aber er hat mich nicht getroffen. Das ist die gute Nachricht. Und die haben alle schön 9mm Munition dabei. Altmetall brauche ich auch für den Roboter. Ich muss nächstes Level auf jeden Fall mal stärker erhöhen, um mehr mitzuschleppen. So, ich repariere jetzt erstmal meine Pistole. Oh, meine Pistole ist auf Maximum. Toll. Das heißt, die macht jetzt, glaube ich, viel mehr Schaden als alle anderen Waffen, die ich so habe. Naja, oder auch nicht. Die N99 macht immer noch deutlich mehr Schaden. Ach, naja. Naja, dann ist das halt so. So. Jawohl, das sind alle weg. Steht da hinten eine Kuh? Nee. Ja, so halb. Sieht das als Lagerfeuer? Nee, leider auch nicht. Ein Brahmin. Also Brahmin sind übrigens doppelköpfige Kühe. Ganz lustig. Da hat man natürlich doppelt so viele Ohren und doppelt so viele Zähne und... Ach, da hinten ist er ja schon. So, Verluste auch wieder. Schön, schön, schön. Da ist der gute Mann. Hallo, Deputy Beagle. Sind Sie zufällig gekommen, um mich zu erretten? Ich würde mir dafür die Daumen drücken, aber meine Hände sind ganz taub. Na. Der Manuel der Waffenschule wird es mit dem Mod nicht so stark auf. Der Schaden ist einstellbar. Ach, naja. Sie müssen Deputy Beagle sein. Sehr vergnügt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich bin hier in einer misslungenen Lage. Wäre Ihnen höchst verbindlich, wenn Sie mich freimachen könnten. Ich lasse ihn erst frei, danach frage ich ihn. Oh, na, das ist ja großartig. Ich denke mal, ich mache mich auf die Fersen nach draußen. Die Luft ist doch etwas eng hier drin. Statt mal, dann bringe ich sie selber um. Was? Wenn sie versuchen, wegzulaufen, statt mal. Ich bleibe. Ja, genau, das da. Oh, aber gewiss doch. Ich würde nie zulassen, dass sie meine Entführer mit meiner Hilfe bekämpfen. Ohne meine ich. Bitte ihnen nach. Geht doch. So, Junge, wir müssen noch eine Runde reden. Wenn uns hier ein Sträfling durch die Lappen ginge, oder zwei, wer würde schon etwas merken davon? Gott, ist das ein Feigling. Ach, jetzt kann ich den gar nichts fragen. Ach, das hätte ich mal erst machen sollen. Ich hoffe bloß, dass ich sie nicht benutzen muss. Ja, du kriegst ja meine alte 9mm Pistole, das ist gut. Hier, das Ding da. Viel Spaß damit. Munition hat er ja auch, 9 Schuss, das sollte für ihn reichen. So. Los geht's, Lassen Kumpel. Sie uns aufstoßen und den Zaun brechen. So, ich glaube, hier ist doch eh nichts mehr los. Ach doch, hier ist noch was los. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Die Kämpfe, ich muss wirklich sagen, die Kämpfe sind schon recht knackig mit den ganzen Mods. Also, das Vanilla war leicht. Ach Mann, ich krieg ja...